Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind wieder bei unseren Gaianern. Zuletzt haben wir einen spektakulären Erfolg erzielt, weil wir ihm hier einen Großteil seiner Luftwaffe weggenommen haben. Zumindest hoffe ich, dass das ein Großteil war. Bestimmt 10, 11, 12 Flugzeuge. Gucken mal umliegend hinein. Ja, da ist ein bisschen was. Ein paar Flugzeuge sind da noch. Einige Einheiten, die wird er natürlich ranbringen, wenn wir hier weiter offensiv kommen. Aber gut. Da sind ja die Hubschrauber toll. Aber seine Flak-Photon-Garnison, die ist wirklich nervig. Und wenn er die dann in zwei Runden gebaut hat, dann ist es wieder schwierig für uns, da ranzukommen. Naja, aber unser Panzer kommt ja auch. Der kann ja zum Beispiel gegen sowas auch vorgehen. Die kritische Situation ist, glaube ich, hier unten, würde ich sagen. Hier haben wir zwei Viren und schutzlose, frische Kolonien. Und weil ich hier vielleicht auf Nummer sicher gehen sollte... Ah, wir sind gerade bei Kinderkreppe. Können wir die mal schnell beschleunigen? Na gut, geht ja auch erst nächste Runde, ne? Aber ich werde ihn mal beschleunigen. Und dann werden wir das nächste Mal dort eine Polizeieinheit, glaube ich, kaufen, um hier irgendwie schnell reagieren zu können. Was Besseres fällt mir da jetzt nicht ein. Ja, damit haben wir alles getan. Wir beenden die Runde und schauen mal. Oh, wir sehen blaue Schiffe. Das ist nicht gut. Warum da immer noch also Angriffe auf ihn folgen, während er dran ist? Kann es sein, dass er da unsere Artillerie irgendwie angreift und die zurückschießt? Bin mir nicht ganz sicher. Seetang expandiert. Sonnenfleckenaktivitäten haben unsere Kommunikation unterbrochen. Unsere diplomatischen Kommunikationsverbindungen sind möglicherweise für bis zu 20 Runden unterbrochen. Spionagemeldungen über feindliche Gruppierungen sind möglicherweise ebenfalls unzuverlässig. Wow! Okay, das ist krass. So, die werden jetzt angegriffen und sterben, weil ich sie leider, abgeschlossen. Ich fürchte, zu weit nach vorne gezogen habe. So, hier haben wir jetzt eine Polizei, die brauchen wir. Ja gut, wir haben jetzt schon wieder eine verloren, aber die muss unten reproduziert werden. Wir werden das jetzt ändern, auch auf Flak hier. Drohnenaufstände. Okay. Ja... zur Basis. Ich check mal. Ah, wisst ihr was? Hier habe ich das auch wieder nicht richtig gemacht. Deswegen klappt das hier nicht. Drohnenaufstände. Das ist hier noch was anderes. Hier Produktion können wir weitermachen. Abgeschlossen. Okay, hier Wohnkomplex. Kann weitergehen. Gegenstände, die einst in Metern gemessen wurden, sind jetzt von so winzigem Ausmaße, dass sie das bloße Auge nicht mehr wahrnehmen kann und erschließen revolutionäre Anwendungsbereiche. Meine Herren, vergessen Sie, was Sie von Ihren Kurtisanen hörten. Größe macht einen Unterschied. Direktor Nwabudike morgen. Jahresbericht morgen Industries. Das ist, glaube ich, noch eine relativ alte Technologie, eine frühe Technologie, weil bringt uns Schwebepanzer 3. Bin mir nicht ganz sicher. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Was sehen wir hier? Also, nee, es ist doch keine frühe. Es ist totaler Quatsch, was ich erzähle, weil B6 und K7 ist Voraussetzung. Die Zahl sagt immer das Level an. Also insofern Unsinn. Vergiss es. Monopolmagneten und organische Supergleitmittel führen zu einer revolutionären Entdeckung in der Technik Nanominiatisierung. Mit dieser Technologie, die sich vor allem auf neue Montageverfahren und Werkstoffe mit hoher Zugfestigkeit konzentriert, wird es möglich, mikroskopisch kleine Maschinenteile herzustellen. Und große und schwere Geräte können auf bis zu einem Bruchteil der eigentlichen Größe verkleinert werden. Mhm. So, was ist neu? Schwebepanzer. Was ist daran toll? Der Schwebepanzer ist das Beste in Bezug auf Bodentransport und wird nie bestraft, wenn er durch schwieriges Gelände fährt. Er kostet nie mehr als ein Aussetzen, wenn man einen Schwebepanzer auf ein Feld bringt. Okay, wie die Speedereinheiten, so erhalten auch die Schwebepanzer einen Kampfvorteil von 25%, wenn sie auf offenem Gelände angreifen. Ah, okay, also ja, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so ein großer Vorteil, weil wir am Ende ja, also wir in unserem eigenen Gebiet brauchen wir das sowieso nicht und beim Feind, ja gut, da käme man jetzt hier mit dem Panzer sehr schnell voran, das wäre gut, aber ich weiß nicht, überzeugt mich jetzt noch nicht. Produktion abgeschlossen. So, da haben wir Kinderkrippe, das sind drei Viren, das ist echt eine Katastrophe. Weiter. Aber hier hatten wir gesagt, wir ändern das Ganze in Polizeieinheit. Wahrscheinlich sollte die dann auch drin bleiben.
Weil da hat sie, glaube ich, noch eine bessere Verteidigung. Wie teuer wird uns Bitte das? Bitte bestätigen. 250, ja, okay. So. Ich sehe immer noch nicht genau. Okay, da ist die Einheit. Es ist halt durch diese Schräge ein bisschen unklar. Er kann da angreifen. Dann würde ich sagen, gehen wir dort nicht hin, sondern gehen nur hier hin. Er könnte auch gar nicht. Aha. Und hier haben wir Glück gehabt. Hier haben wir Glück gehabt, dass wir sein Schiff jetzt direkt vor der Nase haben und er uns nicht mehr angreifen konnte. Das heißt, wir können mit voller Power ihn angreifen und haben ein 39-7. Also das ist ein Zerstörer der Gläubigen. Ja, also da kann man tatsächlich ein bisschen vom Glück reden, weil gerade auf hoher See kommt es auf Spotting an. Ne? Wer sieht den Gegner zuerst und ist dann in Reichweite. Deswegen sollte man die Schlachtschiffe auch nicht in erster Reihe haben. Das war so ein bisschen die Konsequenz. So. Gut. Die fahren alle automatisch darauf. Darum müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Wir sind jetzt hier beim Virus und wir gucken, ob er hier noch was reingebracht hat. Oh mein Gott. Sondierteams wieder. Ja, können die jetzt gefährlich werden, die Sondierteams? Ich würde sagen, nein, weil wir werden wieder unsere Sperber losschicken, oder? Oh, verdammt. Shit. Nein, nein. Warum habe ich keine Warnung bekommen? Ach, das war... Ach, warte mal. Ich verstehe. Das waren Jagdflugzeuge auf Abfangjagd. Und da werde ich nicht drüber informiert. Das war quasi... Na, wir hatten nur in der letzten Runde so ein wahnsinniges Glück, weil die auf dem Flugfeld standen und nicht fliegen konnten. Deswegen konnten sie auch nicht gegen die Hubschrauber vorgehen. Jetzt allerdings stehen sie dort und haben jetzt... sind Abfang... Oh Gott, okay, das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen. Was machen wir denn jetzt hier? Kann unser Virus irgendwas tun? Aber wir gehen mal hier weiter mit dem Virus. Gehen aber noch nicht rüber. Machen wir das beim nächsten Mal. Ja, ich tendiere dazu, mit der Artillerie da nochmal reinzuschlagen. Weil offensiv ist er ja auch nicht wirklich stark. Natürlich mit seinen Nadeljets, aber da haben wir ja eine Flak, ne? Ob die eine Flak das reicht, abfangen kann, weiß ich allerdings auch nicht. Aber ich hau mit der Artillerie einfach nochmal rein. Scheint mir jetzt nochmal das Effektivste zu sein. Dadurch, ich hätte das natürlich vor dem Hubschrauberangriff machen sollen, dann hätten wir ihn vielleicht nicht verloren. Ah, bitter. So, mit der Flak brauchen wir nicht reingehen. Der Panzer wäre jetzt gut, aber den haben wir gerade nicht. Die Polizei wird hier auch nichts nützen, weil die ja nur einen Angriff hat. 2-2 mache ich nicht. Wir bleiben hier stehen. So, die Infanterie ist bei 60%. Die muss noch ausheilen. Der auch bei 60%. Den werden wir nicht ersetzen. So weit, so gut. So, hier können wir jetzt ein Virus rausschicken. Was haben wir bekommen? Ah, okay. Schwarm. Ach, das ist ein Monolith. Okay, nicht schlecht. Und hier kommt ja, das ist jetzt wichtig, weil wir kriegen jetzt hier ein Sondierteam. Können wir nicht direkt... Schaut mal, wir haben noch 3 Spielzüge. Ne, 4 sogar. Wir können also im Prinzip hier direkt reinfahren. Und das dann da gleich ausladen. Das ist wichtig. Auch wichtig, dass wir hier noch eine Polizei bekommen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lade beide. Ich lade hier alles aus. So. Das Sondierteam verhindert jetzt auf jeden Fall schon mal, dass er uns da überrascht. Das ist gut. So. Insofern. Der Einheit fehlt die benötigte Fähigkeit. Ja, ja. Ich wollte die Einheit eigentlich hier nur befestigen. Position halten. H war das. Ganz vergessen. Genau. So, du bist unser Transportschiff, deswegen fährst du wieder zurück. Du wartest auf den Virus und hier wollten wir noch einen Angriff machen. 4-2 sollten wir machen. Das war erfolgreich. Schwarm geworden. Und beim nächsten Mal gehst du darauf, deswegen bleibst du hier noch stehen. So, der Panzer braucht leider noch... Nein, der ist auch schon da. Nicht schlecht. So, was haben wir dort? Wir haben nochmal ein gegnerisches Schiff.
Und ich fürchte, jetzt sind wir etwas zu angeschlagen, um es zu besiegen. Jetzt stellt sich die Frage, was können wir tun? Kann der Sperber gegen Schiffe angehen? Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach aus. Okay, da ist das. Transporter? Warte mal. Ja, ein Transporter. Ist aber, glaube ich, nichts drin. Weiß ich nicht. Wir haben 9 Spielzüge. Wir können auch den erstmal angreifen. Nein! Schon wieder dieses Scheiß... Ah! Schon wieder so ein Jagdschutzflieger. Meine Güte. Jetzt habt... Also, es ist immer im 2-Felder-Umkreis. Darauf muss man ja achten wie Bolle. Das Blöde ist... Okay, shit, Leute. Das war unnötig. Wasted. Na gut, wir haben das Schiff erledigt, aber ich dachte, ich kriege nochmal eine Anzeige, wie die Chancen stehen. Deswegen habe ich angegriffen. Sonst hätte ich eigentlich nicht angegriffen. Boah. Ärgerlich. Ärgerlich. So, hier werden wir wieder automatisiert. Einheimische Lebensformen. Warte mal, warte mal, warte. Nein, nicht schon wieder eine Insel der Tiefe. Oh, Gott. Das heißt, die kann unser Schiff hier auch nochmal angreifen, ne? Da können wir jetzt gar nichts gegen machen. Okay, jetzt haben wir ein paar unglückliche Dinge erlebt hier in Folge. Schade drum. So, wir bauen Magnetröhren weiter. Wir sind damit aber fast durch. Diese Verbesserung existiert bereits. Ja, aber hier nicht. Und du hilfst da auch mit. Okay, so, hier ist nochmal eine Polizei. Die kommt da nochmal hin. Hier soll Wald gemacht werden. Da seid ihr, glaube ich, auch ganz fleißig dabei. Da ist der Wald fertig. Und jetzt stellt sich die Frage, wollen wir hier wirklich alles umbauen? Also ihr seht, ne? 2, 1, 3 ist... Da ist 3, 2, 2. Besser. 2, 4. 2, 1. Also das ist zum Beispiel Mist. Insofern kann man halt rückbauen. Auf Wald bauen. So, hier versuche ich dich... Ja, jetzt geht es. Wir konnten ihn da reinbringen. Und jetzt stellt sich nach wie vor die Frage. Also, den wollten wir sicher dahin bringen. Und die Polizei brauchen wir wahrscheinlich auch dort. Also fahren wir mal lang. Einheimische Lebensformen. Okay. Insel der Tiefe aufgetaucht. 3 zu 2. Müssen wir versuchen. Und wir haben Glück gehabt. Was ist da noch übrig geblieben? Ich hoffe gar nichts. Ne? Das heißt ja, wir müssen da erstmal reparieren, bevor es weitergehen kann. So, jetzt kannst du doch mit Sicherheit die Ressourcen transportieren. Ja, 5 Mineralien. Sehr gut. So, unser Habicht hat keine Sicht auf Gegner. Ich werde den jetzt auch einfach dort stationieren. Und... Haben wir dort eine Mine gebaut oder eine Magnetröhre, glaube ich, ne? Wir machen hier weiter. Terraforming. Magnetröhre. Und von hier wollten wir dahin machen. Wobei eigentlich, es reicht eigentlich eine. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Starten wir erstmal hier mit der Magnetröhre. So, du bist dahin gelaufen. Die Flak-Einheit. Da haben wir jetzt schon... Viele schöne Defensiveinheiten. Hier ist eine Polizei endlich wieder da. Das heißt, da müsste der Drohnenaufstand beendet werden. Hier haben wir die Viren. Runde die beendet. Dann auch darauf abgeholt zu werden. Okay. Puh. Ja. Immerhin, was ganz gut ist, dass wir sehen, dass die Universität auch mit ihren Kreuzern hier jetzt aktiv sind. Was ist denn das hier nochmal? Ah, ein Kampfpenetrator der Pazifisten. Das ist auch schön, die zu sehen. Aber das bringt ja nichts, weil die sind ja nicht im Krieg, ne? Gut.
Ja, interessant wird sein, was er jetzt hier noch weiter hinbringt. Und hier unten, da werden wir erstmal nicht angegriffen werden können. Naja, wir schauen, was die neue Runde bringen wird. Halt, ich wollte den Forschungsschwerpunkt, den zweiten zumindest, noch ändern. Wieder von Bauen jetzt auf Forschen. Machen wir dann immer so hin und her. Wie oft kriegen wir jetzt was Neues? Alle 4 Runden, das ist extrem gut. Okay, einmal Verteidigung auf Elite. Ich weiß nicht, was sich da jetzt verteidigt hat. Das ist die Flak oder die Artillerie. Auf jeden Fall haben wir einen Angriff abgeschlagen. Das ist der Panzer da. Ja, okay. Jetzt macht er uns fertig. Lagebericht. Ja, jetzt kam er mit seinen Infanterieeinheiten an. Shit! Wo kommt der denn jetzt her? Von der Seite. Ach, du Schreck. Waldesruhe. Da müssen wir was tun. Da sind wir offenbar zu groß geworden. Wir hatten gerade wahrscheinlich ein Wachstum. Das heißt, wir müssen hier einfach nochmal auf... Ja... Auf Denker gehen, würde ich sagen. Ja. Produktion abgeschlossen. Das nächste Sondierteam. Ihr macht... Beziehungsweise ich... Ah ja, die machen wir weiter. Perfekt. Produktion abgeschlossen. So, Aldora. Aldora soll jetzt aber Flugzeuge produzieren. Und da stellt sich die Frage, ob wir vielleicht nicht noch ein paar Hubschrauber wieder produzieren. Ja, das machen wir. Wir ändern das Ganze mal auf Sperber. 2 Runden. Drohnenaufstände beendet. So, das ist hier zu Ende. Hervorragend. Der Sperber kann auch beendet werden. Dann kann es weitergehen. Produktion abgeschlossen. Hier haben wir das Aerospace-Komplex gebaut. Sehr gut. Das heißt, auch hier können wir jetzt auf Flugzeuge gehen. Und ich sagte ja, ich will erstmal ein paar Jäger bauen. Falke. 3 Runden. Produktion abgeschlossen. Hybrider Wald im Tal der Wände. Sehr schön. Durch Gouverneur gebaut. Produktion abgeschlossen. Fusionslabor durch Gouverneur gebaut. Produktion abgeschlossen. Wir haben hier eine Polizei gekauft. Das ist auch dringend nötig, wie wir hier gerade sehen. Wir werden hier komplett erledigt. Wir sollten auch, glaube ich, schon gleich noch eine kaufen, oder? Es ist irgendwie hier sehr, sehr heikel. Beschleunigung. Bitte bestätigen. Die 250 geben wir aus. Und da sind wir dann auch schon. Stellt sich die Frage, wo kam der denn plötzlich her? Ja, es ist halt der Planet wehrt sich, ne? Was ist denn das schon wieder? Ich dachte, ich erwische jetzt hier den Virus. Aber was ist denn das? Wo befindet der sich? Der zerschießt. Wir werden doch da schon wieder zerschossen. Wir müssen hier... Ach, reicht das sogar? Warte mal. Ich glaube, wir müssen das sogar ändern. Wir müssen auch hier auf Polizei gehen. Das ist jetzt hier in Not. Hilft nichts. Und müssen bitte auch das beschleunigen. Bestätigen. Okay. So. Hier haben wir nichts gesehen. Deswegen bleibt mal einfach stehen. Hier hast du was gebaut. Dann gehen wir da hinten hin. Bau mal weiter hier eine Abbauplattform. Ja, und... Hier haben wir jetzt natürlich eine kritische Situation. Das Problem ist, dass jetzt die ganzen Nadeljets, ja, die werden jetzt agieren. Das heißt, wir können jetzt ihn eigentlich nur erledigen jenseits von 2 Feldern Umkreis. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, hier werden sie vermutlich auch noch rausgehen. Ne? 1-2, gilt das als 2 Felder Abstand? Weiß ich nicht. So, hier ist, was hat hier noch überlebt? Nur die Flak hat überlebt. Der Rest ist gestorben. Bitte. Das eine war die Polizei und das andere die Artillerie. Dann geht jetzt erstmal zurück. Infanterie 40%, Sperber 40%. Wir müssen jetzt hier erstmal reparieren. Polizei ist neu dabei. Die zweite wird auch stationiert. Okay. Du gehst hier raus und wir sammeln jetzt das hier ein. Und wir versuchen hier wiederum mal einen Angriff. Ja, wir kommen nicht genau ran, weil keine Funkusfelder da sind. Sollen wir die Bodeneinheit losschicken? Ja, bitte.
Der Former wird dann das nächste Mal da eine. Da was bauen. Und hier. Du gehst. Ja, warte mal. Jetzt haben wir eine da schon eigentlich, ne? Dann brauchen wir da nicht zwei. Oder sind hier oben auch noch irgendwelche Überreste, die wir noch finden können? Hier oben wurde, glaube ich, alles schon abgegrast. Das ist also nicht so groß, das Thema. Nö, dann landen wir den Virus hier auch an. Vielleicht können wir hier über das ja, da kann man vielleicht was machen. Das ist der Einheimische. Oh nein! Nicht schon wieder. Das Problem ist, die Viren sind bewegt. Das heißt, ich kann sie nicht absetzen, aber ich muss angreifen. Angreifen ist immer besser als verteidigen. 13 zu 10, ja, mache ich. So, wir warten auf Transport. Hier sind Wälder. Mehr Wälder gehen hier, glaube ich. Ach ja, wir müssten ja doch gehen natürlich, wenn wir hier das mit gemeinsamer Kraft wieder verändern. Naja, die Farm wird abgerissen. Terraforming abgeschlossen. So, und du musst jetzt eigentlich erstmal ausheilen. Das heißt, du bleibst jetzt hier erstmal stehen, ein paar Runden. Und die Flak-Einheit kommt auch hier hin. So, dann haben wir ein neues Sondierteam. Du kommst auch dahin. Und auch du wartest auf Abholung. So, hier sind jetzt alle Magnetröhren gebaut. Jetzt stellt sich die Frage, Waldesruh. 3-3. Du musst hier nicht nur zweit... Ach so, wisst ihr was? Waldesruh hat noch nicht... Oh, das ist ganz wichtig. Waldesruh braucht auch den hybriden Wald. Das müssen wir in der nächsten Runde mal ändern. Ja. Insofern habe ich hier gar nicht so viel zu tun. Dann werden wir jetzt das Ganze auch automatisieren. Weil Magnetbahnen haben wir jetzt fast überall gebaut. Wobei hier hinten sind wir ja noch nicht durch. Da könnte man dann doch nochmal hier eine konzertierte Aktion machen. Und Terraforming von der Seite starten. Du hast überlebt. Das heißt, wir können dich erstmal hier Runde in den beendet. Hafen bringen. Wer hätte das gedacht? Okay. Tja, also ihr seht, wie schwer das ist, mit so einer relativ geringen Ausstattung, wie wir es haben, wirklich Basen dann auch zu erobern. Aber wir werden das weiter probieren, das ist ganz klar. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Material. Wir haben natürlich hier noch so eine schnelle Einsatzgruppe, auch ein Panzer ist dabei. Naja, gut, gucken wir mal. Rundenende kommt. Oh! Ja! Bitte, verteidige das! Ja! Nein! Noch eins! Nein! Es ist so eine Scheiße! Die haben drei Sondierteams! Drei Sondierteams! Alter Falter! Und jetzt haben sie uns diese ganzen geilen Einheiten abgenommen? Es ist. Ich bin entsetzt. Lagebericht. Okay, jetzt kommt da auch aus dem Nichts noch der nächste Virus da auf der Insel. Wir brauchen jetzt hier keine Flaks mehr bauen. Wir müssen jetzt Sondierteams, wie blöde Sondierteams bauen. Drohnenaufstände. Naja, hier gibt es auch ein Wachstum. Ja, also wenn wir irgendwelche, also das heißt, wir müssen bei denen an der Grenze, müssen wir drei Sondierteams haben, um irgendwie sicher zu stehen. Na gut, zwei hätten jetzt wahrscheinlich gereicht. Ja, ich hatte jetzt keine zwei. Drohnenaufstände. Warum reicht das denn schon nicht? Wir wachsen zu groß, vermutlich. Drohnenaufstände. Ach nee, weil wir das Genomprojekt verloren haben. Das ist der Hintergrund.
Oh mein Gott, das heißt, wir haben jetzt überall Aufstände. Produktion abgeschlossen. Fast überall. So, okay, wir haben hier Netzwerkknoten. Dann Drohnenaufstände. Ja. Wahnsinn. Dann werden wir jetzt hier unser neues Schiff endlich mal bauen. Das ist sehr, sehr wichtig, um defensiv da besser zu agieren. Sehen wir 2,5. Das ist eigentlich veraltet. Warum wird uns das hier noch angezeigt? Okay, 2 Runden, kein Problem. Produktion abgeschlossen. Hier haben wir einen neuen Hubschrauber, das ist schon mal gut. Hier wird aber jetzt... Drohnenaufstände. Ja. Hier wird aber jetzt zivile Einheiten produziert. Und zwar brauchen wir noch eine Seekolonie-Kapsel, weil ich ja noch eine Kolonie gründen soll. Produktion Auftrag abgeschlossen. Dornenwald hat Falke 2,5 gebaut. Drohnenaufstände. Aber auch dort. Das ist natürlich bitter mit dem wichtigen Projekt. Ja, ich würde sagen, wir bauen das weiter. Drohnenaufstände. Krass. Produktion abgeschlossen. Fusionslabor, das war der Gouverneur. Produktion abgeschlossen. Energielager. Produktion abgeschlossen. Centauri-Reservat, sehr schön. Produktion abgeschlossen. Die nächste Polizei. Produktion abgeschlossen. Wir müssen gucken, ob wir da nochmal was kaufen müssen. Das kann gut sein. So. Tja, bleiben wir da jetzt stehen? Wahrscheinlich ist das Beste. Ich halte mal. Die muss repariert werden, die Seemöwe. Und die Polizei bleibt da jetzt auch stehen. Okay. Wir sind hier. Wir können damit eigentlich hier eine Kolonie gründen. Das war ja der Sinn der Sache, oder? Aktionen. Seekolonie-Kapsel. Hä? Was sehe ich jetzt hier gerade nicht? Warum kann ich hier nicht hin? Ist das Geothermal-Ding? Verhindert das möglicherweise? Kann sein, dass ich hier gar nichts gründen kann, oder? Basis erstellen. Hä? Habe ich das nicht gesehen? Große Lagune. Passt eigentlich nicht. Wir nennen es mal Große Blase, Arbeitstitel. Große Blase. So, alles klar. 2351 gegründet. 1, 2, 1, 6 ist natürlich super. Ja, eine Polizei müsste eigentlich irgendwo im Anmarsch sein. Wir werden hier wieder den Gouverneur etablieren. Hey, kann das sein, dass er sich das genau gemerkt hat, wie es sonst sein muss? Sieht so aus. Okay, dann starte mal damit. Gut, hier wurde was erzeugt durch die Kapsel. Das hätten wir auch geklärt. Hier unten... Da wäre die nächste Kapsel, wenn ich es richtig sehe. Dann segeln wir mal in die Richtung. So. Ja, was können wir jetzt hier tun? Da steht eine Einheit. 2:2. Kampfartillerie. Oder hier 2:5. Ach komm, wir machen jetzt mal so einen 2:2 Angriff. Eine Veteranenartillerie hier vor der Nase. Hä? Was ist nun los? Wir haben gewonnen und er ist weggesprungen. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Okay, aber hier können wir jetzt Terraforming machen und ein Sensorenfeld bauen. Das war der Plan. Hier warten wir nach wie vor noch auf den Transport. Da müssen wir entscheiden, was dann am Ende transportiert wird. Hier Terraforming Wald. Terraforming abgeschlossen. Das ist schon beendet worden. Dann würde ich sagen, wir können das Spielchen hier auch weitertreiben. Ne? 3:2:2, 3:1:2, ja. Auch da können wir Wald anpflanzen. So, der Helikopter, der muss jetzt so nach und nach rüber transportiert werden.
Entfernung 9 passt. Entfernung... Ich sehe es schlecht. 10 geht auch. Okay, erster Zwischenstand. Reparieren. Oh ja. Hier brauchen wir dringend Heilung. Bleib mal da. Die Flak-Einheit kann da auch rüber. So, und hier haben wir jetzt 9 Falken. Auch das dauert eine Zeit. Spielzüge 9, der kommt nur dahin, leider. Okay, hier haben wir die Magnetröhren jetzt auch durchgebaut. Das heißt, auch hier würde ich sagen, werden wir jetzt automatisieren. Du haltst dich erstmal eine Zeit lang. Hier dauert es noch ein bisschen, ehe wir unten angekommen sind. Aber wir haben die Zeit. Da ist gebaut worden. Magnetröhre. Weiter. Runde beendet. Okay, mehr ist hier erstmal nichts passiert. So, das... Ach, oh nein! Warum baue ich denn da ein Sensorenfeld? Beim Gegner, ernsthaft? Okay, also das... Das ist ja jetzt so richtig blöde gelaufen. Das können wir direkt mal abbrechen. Befehle widerrufen. Der wird vermutlich in der nächsten Runde sowieso sterben. Ja, den hatten wir da vorher abgesetzt, ne? Naja, genau. Bevor Green Industries gefallen war. Der wäre sowieso weg gewesen. Das war jetzt, glaube ich, kein großer Schaden. Ich meine, wir hätten ihn jetzt hier noch hinziehen können. Aber ich glaube nicht, dass er da lange überlebt hätte. Insofern war das ein Fail, aber hier ziehen noch in Grenzen, würde ich sagen. Ja, da bleibt uns erstmal nur das Dschungellabyrinth. Von dort, das wieder zurückzuerobern, ist nicht ohne. Aber, naja, andererseits, hier kann man relativ leicht zurückerobern, wenn man das denn möchte. Aber vielleicht wäre es cooler, wenn wir uns die, ja, ich würde sagen, über Sondierteams auch mal zurückholen. So wie er das gemacht hat, muss es doch auch für unsere Seite möglich sein. Ich glaube, man muss halt nur Energie zahlen für diese Aktion. Und die haben wir eigentlich genug. Puh! Was für ein Auf und Ab. Immerhin, die große Blase ist da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.